Wille, Disziplin, Ausdauer. Die Basis nahezu jeder Sportart. Doch vor allem hier in der Phoenix Kung Fu und Tai Chi Schule merkt man schnell, wie wichtig diese Punkte sind, um den richtigen Weg zum Erfolg zu gehen. Sich Selbstverteidigungstricks anzusehen ist das eine, doch die Fähigkeit in einer Notsituation wirklich selbst in der Lage zu sein, diese anzuwenden, ist ganz sicher nicht in wenigen Übungsstunden erlernt. Man darf Kampfkunst, also nicht Kampfsport, sondern Kampfkunst kann man nicht vergleichen, ein Instrument zu lernen. Das heißt, wenn ich Geige lerne, dann hört sich das die ersten 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre richtig dumm an, richtig scheiße. Aber, und genauso ist es auch bei uns. Das heißt, so die ersten 3, 4, 5, 6 Jahre, da sieht das vielleicht noch nicht gut aus. Aber es ist zumindest schon mal effektiv. Und je länger ich mich damit beschäftige, desto besser wird es auch, desto mehr kann ich es auch anwenden. Mit 9 Standorten, darunter unter anderem 3 in Rostock sowie zum Beispiel jeweils einem in Wismar, Güstrow oder Neubuko, bieten die Phoenix Kung Fu und Tai Chi Schulen MV Trainingsmöglichkeiten für jedermann. Dabei sind sämtliche Altersgruppen angemeldet. Einen Platz dafür in diesem Ausmaß gab es jedoch nicht immer. Ja, also 2001 habe ich angefangen hier in Rostock zu studieren und habe da erstmalig an der Uni einen Kurs geleitet für Kung Fu. Und ab 2004 habe ich das dann über die Uni hinaus auch noch in anderen Gruppen gemacht. Und ja, die Gruppen sind dann weiter angewachsen, bis wir dann 2008 in diese Halle gegangen sind und die komplett marode übernommen haben und sie selber mit unseren Leuten aufgebaut haben, bis sie halt so aussah, wie sie jetzt aussieht. Wir begleiten das Jugend- und Erwachsenentraining in der Rostocker Südstadt. Dieses findet hier 3-mal wöchentlich statt, darunter wie heute am Dienstag in traditioneller Form. Das Ziel von Trainer Alexander ist dabei nicht der schnelle Erfolg, sondern langfristig ein Gefühl für die Kampfkunst zu bekommen, um mit der richtigen Einstellung an die Sache heranzugehen. Natürlich, dass er auch dieselben wie soll ich sagen, Verbindungen dabei knüpft. Also sozusagen, dass das jetzt nicht, dass es jetzt nicht nutzt, um damit irgendwie Schlechtes zu machen. Also sozusagen, dass er damit auch vernünftig umgeht, dass er auch eine gewisse Verantwortung hat mit Sachen, die er hier lernt. Und das ist so das Ziel. Das heißt, wenn ich merke, ich habe jetzt jemanden, der sehr impulsiv ist und schon viel mehr wissen möchte, als überhaupt gut für ihn ist, dann lasse ich ihn etwas runterkühlen. Zu den Basics beim Trainieren gehören neben den Bewegungsabläufen auch Kraftübungen, die allein beim Zusehen schon gefühlt für ein wenig Muskelkater sorgen. Trotz all den vielleicht simpel aussehenden Figuren konnten uns ein paar der alteingesessenen Teilnehmer natürlich auch die eine oder andere spektakuläre Leistung zeigen. Eigentlich lerne ich jeden Tag was Neues, aber ich habe hier am meisten gelernt, mich irgendwo selbst zu finden, also wirklich meine Ziele anzuzielen, sag ich mal, und das sie auch ernsthaft zu verfolgen und die am Ende vielleicht auch zu erreichen, sag ich mal. Das hat mir irgendwie voll im Leben so gefehlt, ich hatte keinen richtigen Weg, den ich gehen konnte, und hier hat man mir halt quasi den Weg so gezeigt und dem bin ich einfach gefolgt gegangen. Viel Körperbeherrschung, also dass man seinen eigenen Körper halt zu benutzen weiß, sag ich mal, Stärke, man trainiert halt Stärke, die Kondition. Und natürlich dann die nötigen Techniken, um sich noch wirklich da draußen zu verteidigen, würde ich mal. Ne? Eigentlich eher so wirklich mich selber zu disziplinieren und zu sagen, so, zieh das jetzt durch. Egal, ob du nicht mehr kannst, dann kannst du abends nach Hause ab in die Dusche und dann fühlt man sich aber besser. Kung Fu. In der Realität auf jeden Fall anders, als uns die bekannten Kinostreifen weismachen wollen. Aber für jeden Menschen mit genügend Ausdauer und dem Wunsch nach Perfektion definitiv ein Grund, um vielleicht schon beim nächsten Training selbst mal vorbeizuschauen.